Herzlich willkommen auf 1000BestTV. Ich bin hier mit der BMW S1000 R 2019 und die tritt hier an gegen 6 andere Superbikes der Saison 2019. Wird sie bestehen? Wird sie gewinnen? Wie gut ist sie? Das erfährt ihr in diesem Video. Ja, Masterbike 2019, ein großer Vergleichstest der Zeitschrift Motorrad, Europas größter Motorradzeitschrift, in Kooperation mit anderen Zeitschriften, zum Beispiel auch mit uns, mit von 1000 PS, mit PS, mit spanischen, italienischen Motorradzeitschriften. Die geben hier gemeinsam Gas 2 Tage und schauen, welches Motorrad hier auf der Strecke die beste Performance hinlegt und danach auch noch auf der Landstraße. Und in Summe machen es dann eben für die Zeitschrift Motorrad einen kombinierten Test für die Zeitschrift PS, zum Beispiel einen reinen Landstraßentest. Und ich war jetzt hier 2 Tage mit dabei und haben auch immer wieder die Rider-Statements mit angehört. Und da möchte ich jetzt natürlich jetzt einmal ja, so live quasi von den Tests da ein bisschen ein Gefühl dafür geben. Hören wir gemeinsam rein. Masterbike 2019, gerade noch bei der internationalen Pressevorstellung. Und direkt von dort haben wir es gekriegt, die BMW S1000 R 2019 im Sattel Carsten Schwers. Die BMW S1000 R ist jetzt, glaube ich, 2 Sekunden gestanden und der Tobi springt schon rauf, ist heiß begehrt. War es deine erste Fahrt mit der Doppel-R? Ja, ist natürlich beeindruckend, weil die Power ist echt unglaublich. War schon bisher richtig geil, aber ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen besser. Vor allen Dingen ist auch das Handling ein bisschen besser geworden. Ich denke, vielleicht nicht so agil wie die Aprilia, aber es ist schon echt eine Granate. Ja, und traust du dir diese Aussage echt zu? Du sagst, die Power ist noch stärker. Also tatsächlich spürbar mit deiner Erfahrung, dass du sagst, die hat mehr Power als der Vorgänger? Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Erstmal einrollen hier auf der Strecke, aber sie hat einfach immer mehr als genügend Leistung. Okay. Und jetzt diese lange Gerade da hinten, hattest du Zeit auf die Uhr zu blicken? Was stand geschrieben? Oh, es war also 2,80 oder mehr, war auf jeden Fall auf der Uhr drauf, ja. Okay, also die starken Bikes werden möglicherweise ein bisschen Vorteil haben gegenüber der Fireblade durch die lange Gerade vom Streckenlayout oder ist sie nicht lang genug? Was meinst du? Die Gerade ist extrem lang, die ist ja fast 1,3 Kilometer lang. Also da werden sie wahrscheinlich einen Vorteil haben, wobei mittlerweile ja alle Motorräder extrem viel Leistung haben. Also die Aprilia hat ja zugelegt, die Ducati hat ja schon letztes Jahr extrem viel Leistung gehabt mit 215 PS. Die BMW schon immer über 205, jetzt nochmal ein paar PS drauf. Die Carver hat auch schon 200, also alle haben relativ ausreichend Leistung. Bei der Honda, okay, das ist die einzige, die deutlich unter 200 liegt, aber die ist natürlich schön vom Fahrverhalten her, also super leicht, handlich, eher wie eine 600er. Also die wird halt in den engen Ecken ihre Vorteile ausspielen. Okay, jetzt darf ich dir nur fragen abschließend, wie groß bist du? Und weil die anderen Kollegen sagten, uns ist ein bisschen kompakter geworden, die Doppel-R. Wie geht es dir mit deiner Größe? Ja, sie ist schon kompakter geworden, aber ich denke, ich bin jetzt mit der Aprilia noch nicht gefahren, aber dass die noch kompakter ist. Okay. Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? 1,76. Okay, und jetzt geht's auf die Yamaha. Viel Spaß, hau rein, Alter. Danke. Ja, natürlich, die BMW S1000 R ist in der wahrscheinlich häufigst gewählten Ausstattungsvariante mit am Start, also mit Carbonfelgen und voll aufmagaziniert. Bei den Carbonfelgen muss ich aber erwähnen, da gibt es immer wieder Verwechslungen. Die HP4 Race, die letztes Jahr, die 80.000-Euro-Maschine, die rausgekommen ist, hatte ja diese ja, komplett neuen, radikalen, Hightech, Mega, Superstar, ThyssenKrupp Carbonfelgen mit am Start. Die sind hier nicht mit drauf, das ist ein anderer Lieferant. Ist auch eine gute Ware, aber da muss man aufpassen, das ist nicht das gleiche Material, was in der HP4 Race zum Einsatz kommt, das ist noch ein bisschen teurer, noch ein bisschen exklusiver. Aber natürlich im Vergleich ist das natürlich wahnsinnig gutes Material. Und ich bin gespannt, ob die S1000 R diesen Materialvorteil da irgendwie in Rundzeiten umnutzen kann, weil die Gegner sind natürlich auch nicht geschlampert aufgestellt. Tobi Münchinger auf der BMW S1000 R. Schaut euch das an, wie der umlegt.
Jetzt habe ich mir gerade gedacht, Alter Tobi, wieso bist du schon rein? Du fährst ja normal immer 10 Runden Minimum. Tankreserve erreicht. Hast du wild am Kabel gezogen? Geht's leiwand? Also leiwand, weißt du, was heißt mittlerweile, oder? Ja, ja, leiwand wissen wir mittlerweile, was das heißt. Also, um ehrlich zu sein, fühle ich mich gerade so ein bisschen an den Superbike-Test von letztem Jahr erinnert, als ich von der Panigale gestiegen bin. Da habe ich nämlich auch gedacht, oh je, da muss man noch viel einstellen, dass das schön ruhig und präzise und halt effizient in der schnellen Rundenzeit um die Strecke fährt. Und das ist jetzt hier wieder der Fall. Also tut mir leid, aber ich habe mich jetzt auf der Honda viel wohler gefühlt. Mir kommt es vor, als stünde das Motorrad vorne zu hoch. Die Front ist total leicht und neigt zur Unruhe. Und also bestimmt ist es schnell. Der Motor hat von unten raus echt gut Druck und alles. Man merkt übrigens diesen Wechsel von der variablen Ventilsteuerung nicht. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber also draufsetzen und gleich schnell sein, das geht jetzt, glaube ich, nicht so gut. Okay, ihr habt das Motorrad bekommen vom BMW, vom Pressetest. Die sind gefahren in Jerez mit dem Setup aus Jerez. Und jetzt habt ihr halt, wie bei allen neuen Motorrädern, die Herausforderung, jetzt müsst ihr das Setup für das hier anpassen. Und bei der Honda hat es halt schneller geklappt als bei der BMW. Das ist jetzt noch Work in Progress quasi. Ganz genau, die Honda steht halt schon perfekt da, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und bei der BMW müssen wir jetzt mal gucken, was geht. Ich bin jetzt auch nur in diesem, ich sag mal, normalen Race-Modus gefahren und nicht in diesem frei programmierbaren, wo man alles auf sich individuell einstellen kann. Das war jetzt nur mal so ein Taste quasi. Ja. Und wenn man fragen auf Sitzposition, Kelle hat gesagt, für ihn ist sie kompakter, ihm gefällt es besser als das Vorgängermodell. Wie geht es dir mit der, laut seiner Aussage nach, kompakteren Sitzposition? Wie geht es dir? Ja, das sehe ich so wie der Kelle. Also man sitzt kompakter, gefühlt auch irgendwie etwas höher und auf einem strafferen Sitz und etwas mehr auf dem Motorrad als in dem Motorrad drin. Das war ja bei der alten immer der Fall, dass man so tief in dem Sofa quasi drin saß. Das ist bei der jetzt besser, das stimmt. Und wie groß bist du, wenn ich fragen darf? 1,82. 1,82, also hier auf der Rennstrecke offenbar für kleinere, wenn ich so sagen darf, größere Piloten, die Sitzposition besser, aktiver, aber natürlich der Langstraßentest kommt noch. Da sind wir dann gespannt, was die Kollegen dann beim Langstraßentest sagen, ob dann auch das so leibend ist, wie es jetzt hier ist. 60 Grad Reifentemperatur haben wir, das will ich testen noch. 27 Grad Kopftemperatur. Was heißt im Sattel? Immer noch Herausforderungen beim Setup? Ja, also Nils, jetzt hast du ein paar prekäre Situationen auf Video. müssen wir nochmal ran. Das Motorrad ist so, wie es jetzt dasteht, viel zu nervös. Also, ja. Ich glaube, es wird sich das ändern bei der Leistung im Laufe des Tages, oder was? Naja, die anderen Motorräder können das ja auch. Okay, ja, dann sind wir aber echt gespannt. Jetzt wird ein bisschen der Schraubenzieher aus. Nein, Schraubenzieher wird nicht ausgepackt. Der elektronische Schraubenzieher wird ausgepackt. Tobi, dann wünsche ich dir viel Gutes gelingen und alles Gute. Ja, wie ihr seht, es ist halt wirklich Work in Progress. Mittendrin, live dabei bei dem Test. 2 Tage geht's lang. Und jetzt natürlich die ersten kritischen Stimmen zum Fahrverhalten der BMW. Ist jetzt aber natürlich noch kein Testurteil, weil das Setup muss noch gemacht werden. Und wenn man es schafft, in den 2 Tagen ein geiles Setup zu machen, dann wird es sicher groß aufzeigen. Und wenn nicht, dann haben halt die Motorräder aus den Vorjahren dann einen Vorteil. Sind wir gespannt, wie es da weitergeht. 2019, oder? Carsten, gell? Das ist der Scheiß 2009. Alter, schaut euch das an! Jetzt sind wir gar nicht Bescheid, du. Schaut euch das an! Na. Also früher waren manche Sachen waren früher schon besser, Carsten. Ja. Wir haben jetzt diesmal 2 Tage für die ganzen 7 Bikes, aber am liebsten hätten wir so 30 Tage für die eine BMW nur. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Man hat so viele Einstellmöglichkeiten, also das alles rauszufahren und zu testen, das ist echt Wahnsinn. Das nächste Mal nehmen wir unsere PlayStation-Kids mit, die werden uns das alles einstellen. Ja. So ungefähr, das ist echt Hammer. Tobi München, jetzt will ich aber kein Gejammer mehr hören, was Fahrwerk, du hast jetzt ganz übel angeraucht, oder? Ja, also wir haben jetzt den Race-Pro-Modus entdeckt und da sind viele Dinge, die vorher meiner Kritik zum Opfer gefallen sind, wirklich ausgemerzt und gut. Und von da hangeln wir uns jetzt von gut weiter zu so perfekt, wie es möglich ist. Gut, jetzt bist du gemeinsam gefahren mit dem Kelle draußen. Kelle ist ein sehr erfahrener Supersportpilot, fährt ein bisschen einen runden Stil. Ich glaube, du fährst so diesen Stil, wie man ihn heute bei den Superbikes fährt. Wie war das im Duett jetzt draußen? Habt ihr Spaß gehabt? Ja, total. Wobei ich sagen muss, ich dachte, der Turn wäre abgebrochen. Deswegen habe ich mich zurückfallen lassen. Ja, genau, Alter. Das ist ein Österreicher-Schmäh. Ja, da hat einer die rote Flagge geschwenkt, was weiß ich warum. Aber ja, einen Kelle zu beobachten ist immer schön, weil er halt total sauber fährt und wirklich keine Böcke schießt da draußen und jeden Kurveneingang super präzise trifft. Das ist schon. Apropos Böcke schießen, da draußen fährt jetzt DR1 mit montierter Onboard-Kamera und ich habe nicht auf Go gedrückt. Super leibend. Ja, das Leben ist voller Kompromisse, Chaco. Ein großer Kompromiss ist das Fahrwerk-Setup. Was habt ihr gerade für einen Kompromiss bei der S1000? Was habt ihr am Plan?
Also wir sind dabei, dann idealen Kompromiss zu finden zwischen Handling, Einlenkverhalten, Kurvenfahrverhalten in Schräglage, dass du, sag mal, deine Linie noch enger ziehen kannst, wenn du das möchtest, und Bremsstabilität. Das widerspricht sich ein bisschen und das ist bei dem Motorrad auch ganz deutlich zu spüren. Da sind wir jetzt gerade am Diskutieren und am Einstellen und nachher nochmal testfahren, was denn der beste Kompromiss ist, und da sind wir gerade dabei. Und weil das Motorrad ein ganz neues ist, haben wir natürlich auch keine Erfahrungswerte. Und da müssen wir uns jetzt so ein bisschen rantasten. Und es ist halt beim neuen Motorrad immer, ja, mehr Arbeit als beim Motorrad, das man schon kennt. Sehr gut. Na, dann wünschen wir euch gutes Gelingen. Ja, wir sind dran. Dankeschön. Ja, BMW S1000 der Jahr 2019. Hochgelobt im Vorfeld von vielen, auch von uns. Hochgelobt nach den ersten Tests in Estoril. Was wirklich kann, das werden wir jetzt erfahren. Christian Kellner, Supersport-Weltmeisterschaftspilot, wird jetzt, den Ständer hat er hoffentlich noch im Griff, wird jetzt zeigen, was die Maschine am Limit kann und wie es im Vergleich zu den anderen steht. Ja, Kelle macht sich noch die Hebeln klar, muss natürlich alles perfekt passen. Hebeleien werden eingestellt, Griffheizung hat er abgeschalten hoffentlich. Ja. Zweifingerbremser ist er, okay, gut zu wissen, Kelle ein Zweifingerbremser. Alles perfekt eingestellt. Und jetzt, sie geht ins Rennen, die BMW S1000 R2019. Das wird was. Kelle, wahrscheinlich ganz wichtige Frage für viele Leute. Die neue BMW S1000 R2019, ist sie für dich besser als das Vorgängermodell? Ja, für mich ist besser, allein schon von der Sitzposition her, weil ich relativ klein bin und das Motorrad ist einfach kompakter geworden wie die Letztjährigen. Die Letztjährigen, die waren relativ lang, oder man ist oder die hat einen langen Tank gehabt und jetzt ist es ein bisschen kompakter einfach. Gefällt mir einfach viel besser. Okay, am Stammtisch haben ja einige gesagt, na, das wird sicher der Sieger von diesem Vergleichstest. Jetzt ist so, da lastet natürlich ein großer Druck auf dir. Du hast jetzt, so viel können wir verraten, eine mächtige Rundenzeit in den Asphalt gebrannt. Wie hat sich das angefühlt? Angefühlt hat es sich sehr schnell. Nur mal zum Stammtisch. Gott sei Dank, ich gehe nicht an den Stammtisch. Also kümmert mich das gar nicht. Wir haben ja vorher schon mal gesagt, ich gebe jedem Motorrad die gleiche Chance. Mit der BMW haben wir nur mal was ausprobiert und bin nur mal ein bisschen schneller gefahren. Und ich denke, dass das ganz knapp wird. Okay. Ja, eins muss man schon sagen, also die Wertung, wo hat man die kürzeste Zeit für Setup gebraucht? Gewinnt die BMW sicher nicht, weil da habt ihr am meisten Zeit investiert für Setup, aber ist okay, ihr habt das hingebracht. Was mich jetzt aber noch interessiert, ist der Motor. Ist ja wirklich viel Neues drin, mehr Leistung unten, dann gebe ich mehr Leistung oben. Wie hat sich das im Sattel für dich angefühlt? Also mehr Leistung unten habe ich jetzt weniger gespürt, ich spüre gerade immer die Leistung oben und die ist wahnsinnig viel. Ja? Ja. Jetzt muss ich das sagen, ich habe mir das Data Recording ja schon angeschaut, auf der Stadtzielgeraden. Was glaubst du im Vergleich zu Yamaha, wie viel war der Unterschied? Auf Stadtziel? Das ist ja klar, das ist ja keine Gerade, nicht? Du meinst die Gegengerade. Ja, Entschuldigung. Vom Gefühl her bin ich mit der BMW 20 km/h schneller. Nein, ganz weit weg. Ja. Ja, 1 km/h. Ja, aber die BMW fühlt sich sehr, sehr schnell an, vielleicht weil der Motor laut ist oder überhaupt, weil es einfach ja ein bisschen, die Yamaha ist einfach sanfter. Ja, wird ein wahnsinnig spannender Test, also die Zeitschrift 26. April im Kiosk, müsst ihr euch kaufen, werden einige Stammtischmythen werden da sich in Luft auflösen. Und Kelle, schimpfen wahrscheinlich. Schimpfen werden auch einige, ja, aber das geht dann alles auf dich, weil du bist die Rundseite gefahren. Kelle, aber jetzt musst du erholen, Entschuldigung, dass ich da immer nerv. Erhol dich, wir holen das auch. Ihr seht, wir sind jetzt hier in der Mittagspause, es sind jetzt hier 4 Motorräder gefahren und natürlich kristallisiert sich ein bisschen heraus, wer die Favoriten sind und so weiter. Es ist ja so, dass diese Rundenzeit hier, die Rundenzeit, die hier gefahren wird, ist ja nur ein Testkriterium für die Zeitschrift Motorrad. Also wenn ihr dann im Kiosk die Zeitschrift lest und ihr seht, hey, komisch, die hat doch die beste Rundenzeit, warum ist die nur auf Platz 3? Motorrad fährt die Motorräder auf der Rennstrecke, auf der Landstraße. Und die Rundenzeit ist ein gewichtiger Punkt in der Wertung, aber nicht der einzige. Da kommen dann noch andere Kriterien auch mit rein, wie zum Beispiel, wie ist der Komfort auf der Landstraße und so weiter. Für euch das Gute ist, dass diese Testergebnisse sehr transparent drinnen sind. Also die Leute unter euch, die einzig und allein an der Rundenzeit interessiert sind, schauen sich halt in der Tabelle nur die Rundenzeit an, nehmen das Motorrad, und die halt auch Wert auf Alltagstauglichkeit legen, können dann auf die anderen Kriterien, die aufgelistet sind, schön in der Zeitschrift, auf die halt mehr Wert legen. So, aber jetzt lasse ich auch den Kameramann eine kleine Pause machen. Wir machen jetzt Mittagssiesta. Ja, neben mir ist jetzt Andrea Padovani, italienischer Journalist. Andrea, you have Ducati, Aprilia in Italy, but now you had nice turns
with the BMW. What do you think about the BMW as Italian guy? I think that BMW has two step higher than the previous version. And now it's a level of Ducati Aprilia, two of the best sport bike in the world. Okay. I think that BMW is here, he's there, and the bike fight for the win. Okay, thank you. You're welcome. Tobi Münchi, Raketenwissenschaft, Motorrad-Setup im Jahr 2019. Hast du eigentlich irgend so technologisch Hintergrundausbildung für das Ding? Ja, die bräuchte man eigentlich, aber das, was wir hier machen, basiert natürlich auf Erfahrungswerten. Also wir hangeln uns dann an vorherigen Setups, die ganz gut funktioniert haben, vor. Aber das Motorrad ist jetzt halt sehr, sehr neu, hat ein ausgeklügelteres System mit mehr Möglichkeiten und deswegen fangen wir schon relativ am Anfang wieder an. Aber also gestern war ich ja relativ unzufrieden mit dem Motorrad. Heute haben wir ein paar Einstellungen grundlegend verändert und jetzt fährt sie wirklich viel ausgewogener, viel runder, liegt stabiler und jetzt macht sie richtig Spaß. Geiles Motorrad. Echt, das ist ein Wahnsinn. Und alles nur mit so Klicks am linken Lenkende, ha? Ja gut, was heißt einfach so? Diese Klicks verändern ja sehr viel. Ja, stimmt schon. Und Tobi, bist du jetzt ready oder hast du nie das Gefühl, dass das perfekt ist? Ist immer noch irgendwas, was man verbessern kann? Oder sagst du, so, jetzt ist sie perfekt? Doch, ich komme natürlich irgendwann an den Punkt, wo sie für mich und für meinen Fahrstil und für meine Rundenzeit, die ich fahren kann, gut funktioniert. Und dann bin ich halt an dem Punkt angelangt, wo ich vor allem an mir selber arbeiten müsste, um noch schneller zu werden, klar. Sehr gut, na dann gutes Gelingen und dann schauen wir, was da für Rundenzeit rausschaut. Danke. Ja, bei der BMW S1000R, wenn wir jetzt über das Thema Preis sprechen, ist es ein bisschen schwierig. Weil natürlich in diesen Prospekten oder auch in der Werbung oder in den Pressemitteilungen steht halt immer der Abpreis drinnen. Also ist der Basispreis ohne Schnickschnack mit drauf. In der Praxis wird es dann so sein, dass, glaube ich, die meisten sie vollausgestattet kaufen. Schon allein auch deswegen, weil der Wiederverkaufswert dann höher ist und weil sie dann viel leichter zu verkaufen ist. Man muss sagen, in Deutschland komplett ausgestattet kostet sie 24,9 irgendwas, also an die 25.000 Euro. Jede Menge Kohle, aber im Vergleich zu den Mitbewerbern in der Liga, auf der Liga von der Aprilia zum Beispiel, günstiger wie eine Panigale VVS, ist es eine Menge Holz. Komplettausstattung, aber mit den Carbonrädern ist eigentlich im Vergleich zum Vorgänger gar nicht so schlimm und ganz okay. Schlimm natürlich für die Österreicherinnen und Österreicher sind die Steuern. Wir zahlen nochmal Nova mit drauf. Auf was man aufpassen muss, auch wenn ihr unsere 1000 PS Marktplatz-App benutzt, habe ich mir vorher angeschaut, die Preise. Natürlich, die Händler, wenn sie da neue Motorradangebote reinschreiben, bieten sie immer das Basismotorrad an und wenn man dann zum Händler geht, dann kreuzt man alles an. Also diesen Basispreis kann man mehr oder weniger vergessen. Ja, Ergebnisse, Rundenzeitergebnisse würdest du natürlich gern wissen. Es ist so, dass wenn die Rundenzeiten ausgewertet werden, wir mit der Kamera gar nicht mehr da sind. Das dauert alles noch ein bisschen, bis das alles analysiert wird. Daher machen wir es einfach so, wir laden die Videos in der Reihenfolge der Rundenzeiten hoch. Das heißt, das langsamste Motorrad, unter Anführungszeichen, weil langsam ist keines, laden wir als erstes hoch und dann arbeiten wir uns nach oben. Ob das dann auch gleich der Testsieger ist, kann ich euch gar nicht verraten, weil in dieses Testergebnis fallen verschiedene Kriterien rein. Da ist ein Kriterium die Rundenzeit. Bei unserem 1000 Base Video, wir können es halt nur nach einem Kriterium sortieren im Hochladezeitpunkt und das sortieren wir halt knallhart nach der schnellsten Rundenzeit hier am Andalusia Circuit. Ja, ihr seht schon, so ein Testtag ist natürlich, das ist intensiv, auf allen Motorrädern Data-Recording-Systeme montieren, Rundenzeiten nehmen, die Fahrwerkseinstellungen machen. Zuerst ja die Fahrwerkseinstellungen für die Straßenreifen, für den Pirelli Supercorsa SB. Danach am nächsten Tag noch kleine Anpassungen für die Slicks. Sehr intensiv mit dem großen Ziel, aus jedem Motorrad das Optimale rausholen. Und ein bisschen fließt auch in diese Wertung damit ein, wie leicht tut man sich, dieses Fahrzeug in diesen zwei Tagen hier perfekt einzustellen. Und das finde ich auch ein ganz praxisrelevanter Wert, weil selbst wenn in dem einen oder anderen Fahrzeug mehr drinnen steckt, die Jungs aber es hier nicht schaffen, in zwei Tagen das rauszukitzeln, dann sagt das ja auch einiges über die Qualität des Fahrzeuges aus. Ja, wenn ich jetzt hier so am Ende des Tages an den Bikes vorübergehe, dann möchte ich da gerne so ein bisschen ein Fazit mit auf den Weg geben. BMW S1000R ist bei den Pressetests in Estoril ganz mächtig in den Himmel gelobt worden als die neue Universalrakete, die jetzt alles in den Boden stampft. Also ganz so war es jetzt nicht. Es war so, dass die Maschine pfeilschnell war, super Rundenzeit hingelegt hat. Sie teilt sich ja den zweiten Platz bei den Rundenzeiten mit der Yamaha hier auf der Rennstrecke. Sie geht aber wahrscheinlich mit weniger Ballast oder weniger Last oder sie geht mit weniger
ja, Handicap auf den Landstraßentest, weil die Aprilia, die hier wahnsinnig gut performt hat, hat ihm kein elektronisches Fahrwerk. Und das hat hier an der BMW auf der Rennstrecke gut funktioniert, aber es hat irrsinnig lange gedauert, bis die das wirklich perfekt eingestellt haben. Und das ist die größte Herausforderung hier bei diesem Motorrad gewesen. Sie kann viel, aber man fischt noch ein bisschen im Trüben. Es hat gedauert, bis die Kollegen hier das alles richtig eingestellt haben. Das war echt eine Herausforderung. Durch die Bank war es so, dass der Motor, dass alle gesagt haben, Motor ist gewaltig, mächtig, viel Leistung. Durch die Bank haben sie auch gesagt, dieses Shift-Cam hat keine negativen Einflüsse. Es ist nicht so, dass da irgendwas Nerviges dran ist. Sehr wohl spürt man aber, dass es mächtig Punch hat. Was überraschend ist, das sage ich jetzt ganz bewusst, die Maschine war schnell, trotz des elektronischen Fahrwerkes, weil die Rennfahrer sagen immer so, dieses elektronische Fahrwerk ist nichts Gescheites. Sie war schnell, trotz des elektronischen Fahrwerkes. Und das wird wahrscheinlich für Sie ganz viele Pluspunkte bei der Landstraßenwertung dann ja, mit sich bringen. Ja, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, ihr seht, da kommt noch einiges auf euch zu. All diese Videos für euch auf unserem 1000 PS YouTube-Kanal. Und damit ihr es nicht verpasst, bitte abonniert den Kanal. Wäre uns eine ganz große Freude, damit da auch eine große Zahl dort steht, damit unser Kanal noch mehr Gewicht kriegt, dass wir solche Sachen auch in Zukunft für euch ermöglichen können. Und haut uns einen Daumen rauf unten. Dazu ganz wichtig für die ganze Crew, die schauen sich das immer an. Da freuen wir uns gewaltig drüber. In den nächsten Tagen kommt da jede Menge online, wie ihr seht. Bleibt dran.